Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich mache heute ein kleines Testvideo, ein kleines First Impression Video. Und zwar zu diesem Produkt. Das ist der Essence The Cushion Eyeliner. Es gibt ja seit, glaube ich, letztem Jahr viel Cushion Foundation. Also so Foundations, die in so einem Schwammformat sind. Und ich war gestern bei DM und da gab es den Cushion Eyeliner. Und Leute, das musste ich unbedingt ausprobieren. Wenn man da reinguckt, sieht es aus wie Kaviar. Und es ist einfach so faszinierend gewesen für mich, dass ich das unbedingt ausprobieren musste. Ja, und ich zeige euch jetzt, wie sich das Produkt aufträgt und wie ich damit klarkomme. Ich habe hier einen kleinen Eyeliner-Pinsel von Essence, mit dem werde ich das auftragen. Den finde ich sehr gut. Der hat hier vorne eine sehr schmale Auftragsfläche und das ist super gut geeignet, wenn man präzise arbeiten möchte. Vor vielleicht 4-5 Jahren haben alle Gel-Eyeliner getragen, aber damals habe ich das nie ausprobiert. Das heißt, diese Art Eyeliner aufzutragen, das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt so mache. Ich habe schon mal mit diesem Pinsel gearbeitet, allerdings mit Puder, also mit Eyeshadow. Damit kann man nämlich auch prima Eyeliner machen, der ist dann so ein bisschen softer. Gut, dann versuche ich das mal, wa? Ich bräuchte noch einen Spiegel, wenn es geht. Hat jemand einen Spiegel für mich? Am besten, ich curle mir mal die Wimpern, bevor ich den Eyeliner auftrage. Sonst könnte ich dann Probleme kriegen, dass das alles irgendwie verwischt. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe auch eine neue Wimpernzange von Ebeline. Die fühlt sich so fest an. Ich zoome euch mal ein bisschen rein für den Eyeliner-Part. Okay, ich dippe den hier rein und male mal ein paar Striche auf meiner Hand. Sieht auf jeden Fall sehr schwarz aus. Ist schon mal gut. Und er trocknet auch sehr schnell. Ich male erstmal eine Linie an meinem oberen Wimpernkranz. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee, meine Wimpern vorher zu curlen. Die sind mir jetzt nämlich völlig im Weg. So nervig. Okay, ein Auge ist fertig. Sieht ein bisschen komisch aus. Sorry, meine Augen sind auch völlig zugequollen. Es ist früh am Morgen. Da sehe ich immer ein bisschen verquollen aus. Sorry. Ich habe jetzt zwei völlig unterschiedliche Wings gemalt. Mist. Das ist doch leichter mit einem Eyeliner-Pen als mit sowas. Aber das liegt ja hier an meiner Methode. Ich will ja eigentlich testen, wie der so ist. So, ich bin jetzt fertig mit den Augen. Es ist nicht ganz gleichmäßig. Vielleicht sollte man es nicht in einem Minispiegel machen. Vielleicht sollte man das besser vor einem normal großen Spiegel machen, wo man sich komplett sieht und irgendwie besser abschätzen kann, wo die Linien jetzt gerade sind. Es ist also meine Schuld, dass das jetzt so ein bisschen ungerade ist. Das Produkt selbst trocknet sehr schnell. Ich habe auch das Gefühl, man kann nicht komplett eine schwarze Linie durchziehen. Die Farbe verliert sich einfach viel zu schnell, die trocknet viel zu schnell. Man kann gar nicht genug Farbe aufnehmen mit dem Pinsel. Die beste Methode, habe ich jetzt gemerkt, ist so ein bisschen zu stempeln. Also Farbe zu nehmen und dann so aufs Auge zu drücken. Und dann wieder Farbe zu nehmen und das dann wieder weiter zu stempeln. Wisst ihr? Nur ein bisschen entlang der Wimpern. Aber das ist auch eine Methode, mit der ich klarkomme, sag ich mal. Das Wichtigste ist, dass man präzise arbeitet und nicht rumschmiert oder die Liner verkehrt setzt und das eine so und das andere so macht. Bei Boris Entrup sieht das immer so einfach aus, oder? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Ich fand dieses Produkt total spannend und wollte es unbedingt ausprobieren. Ich glaube, ich werde es auch in Zukunft weiterhin benutzen. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere Videos. Checkt auch gerne meine letzten Videos aus und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!